Stefan Link heißt der FDP-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. Jetzt hat er die RTF1-Redaktion in Ehningen unter Achheim besucht. In Vertretung von RTF1-Chef Stefan Klahner begrüßt ihn Roland Steck und führt ihn durch Studio und Redaktion. Regionalfernsehen ist deshalb so wichtig, weil auch regionale Themen ganz einfach drankommen. Für viele Sender sind spezifische Themen, die nur in der Region sind, einfach nicht interessant, weil wahrscheinlich der Adressatenkreis zu wenig ist. Und regionales Fernsehen ist eben für die Region da. Was den Lehrer besonders umtreibt, ist das Thema Bildung. Denn in einem rohstoffarmen Land müsse die Bildung oberste Priorität haben. Seine größte Sorge ist aber eine andere. Politisch gesehen macht man meistens Sorgen die Möglichkeit von Rot-Rot-Grün. Und natürlich auch manches Parteiprogramm, wo ich sehe, was nicht zukunftsweisend ist, was zum Beispiel die Wirtschaftspolitik angeht. Gerade in der Wirtschaftspolitik gäbe es viel zu tun, sagte Link. Insbesondere solle die neue Bundesregierung dafür sorgen, dass die mittelständischen Unternehmen entlastet würden. Also es wird ja immer gesagt, wir wollen die Reichen entlasten. Das stimmt so nicht. Wir möchten auch die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und wir möchten auf jeden Fall keine Steuererhöhung. Und zwar aus dem Grund, weil höhere Steuern nicht unbedingt zu Mehreinnahmen führen. Würden dagegen die Betriebe weniger belastet, stiege die Wirtschaftskraft und dadurch flösse mehr an den Staat zurück. Auch in Sachen Klimaschutz sieht Link die FDP gut aufgestellt. Die FDP hat ein relativ einfach und funktionierendes System, was den CO2-Ausstoß angeht, und das ist der CO2-Deckel. Die anderen Parteien versuchen das über einen Preis zu machen, die legen den Preis fest. So, wenn ich einen Preis festlege, gibt es genau drei Möglichkeiten. Der Preis kann stimmen, der Preis kann zu hoch sein und der Preis kann zu niedrig sein. Dass der Preis stimmt, wird wahrscheinlich in den wenigsten Fällen stimmen. Von den möglichen Koalitionen wäre ihm die Deutschland-Koalition mit CDU und SPD am liebsten. Ein ausführliches Interview sehen Sie am kommenden Samstag auf RTF1.